Hallo Römer, lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Tomb Raider. Seit wann ist hier eine Kiste? Achso, wir brauchen neues Werkzeug. Ein Dietrich, stimmt. Okay, ich habe gerade relativ niedrige FPS. Ups. Das liegt daran, dass ich gerade schon zum fünften Mal, glaube ich, diese Woche. Beziehungsweise in 2 Tagen oder so. Oder 3 Tagen? Ich glaube 3 Tage. Einen Antivirenscan durchführen muss. Weil ich mir irgendeinen Trojaner eingefangen habe. Und ja, ich würde den gerne loswerden, ne? Deswegen. Aber ich muss halt auch Tomb Raider aufnehmen. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das, aber mein Rechner ist mir ziemlich wichtig. So, wer hätte es erwartet? Hier lang, okay. Ich kann euch nur warnen, Leute. Wenn ihr bei euch... Oh Gott. Achso, okay. Auf der Festplatte, also auf der Festplatte C, glaube ich, Sachen im Programmdata-Ordner. Also Programmdata. So, wisst ihr? Könnt ihr anzeigen lassen, indem ihr halt versteckte Ordner anzeigen lasst. Finden Sie das nahegelegene Grab? Achso, ja, das wollen wir noch machen, stimmt. Wir waren Narren. Leichtsinnige, arrogante Narren. Wir dachten, wir könnten sie aufhalten. Aber die Rote Armee ist in der Überzahl. Ihre Waffen sind besser und sie greifen unentwegt an. Viele von uns, einschließlich mir, wurden gefangen und zur Arbeit in den Minen unseres eigenen Berges gezwungen. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis sie unser Geheimnis entdecken. Wenn dies geschieht, müssen wir bereit sein. Jo. So, Moment mal eben. Ich hoffe, meine Aufnahme kackt nicht ab. Ich mach's mal so. Und jetzt das hier, glaube ich, ne? Dürfte das sein? Meine Aufnahme lag, glaube ich, trotzdem noch ein bisschen. Ich glaube, ich mache mal die Cam raus, weil das persönlich stören. Aber die ganze Zeit die Cam zu sehen, obwohl halt alles laggt. So. Heute mal ein Cam. Ja. Wenn ihr in dem Ordner... Dietrich, oder? Oh, Sound laut. Eine Datei habt, die smp2.exe heißt. Löscht sie. Löscht sie instant. Es ist irgendein Virus. Ich weiß auch nicht, was für ein Virus. Irgendein Virus, den man sich irgendwie, irgendwo, auf irgendeine Art und Weise einfängt. Und der kann einfach mal den kompletten PC zerstören. Wenn Google recht hat. Also, wenn Google einen nicht anlügt. Und die Leute aus Google. Beziehungsweise aus des Internets. Ja. Ja. Ich empfehle euch, das dann zu entfernen. Habe ich jetzt jedenfalls gemacht und jetzt prüfe ich meinen Rechner halt nochmal erneut auf Viren. Ich will nicht, dass meinem Rechner irgendwas passiert. Ich hatte letztens am Wochenende gestreamt und mein Stream ist so und so oft abgekackt, weil mein Rechner halt ein bisschen abgekackt ist. Und ich dachte auch schon irgendwie, das liegt an einem Virus oder so. Ich dachte, war aber mir nicht sicher. Hab das jetzt auch nicht wirklich komplett erwartet, aber wie es aussieht, hatte ich recht und es lag an einem Virus. Naja. Finden wir hier vielleicht das nächste Teil für den Bogen? Oh, das wäre cool. Oh, wäre das cool! So, genug von Viren und so geredet. Wir spielen jetzt weiter Tomb Raider. Wir genießen jetzt das schöne Spielchen. Gott. Ach du Kacke, Alter. Da haben wir nochmal Münzen, sehr geil. Noch ein paar mehr Münzchen. Ja, ich gehe hier gerade durch, anstatt zu rennen. Weil... Oh, ich will das genießen, Alter. Alter, da ist das Grab.
Damien, der Baumeister des Propheten. Ja, wir haben griechisch bald Level 3. Das ist ziemlich cool. Wow. Können wir uns das angucken? Natürlich nicht! Natürlich gibt es davon nichts zu lesen. Toll. Okay. Wie es aussieht, kommt man doch eher auf einem anderen Weg. Zu der Schatztruhe. Heiliger. Also nochmal ein bisschen Jump'n'Run-Action, okay. Hier bekommen wir Karte, glaube ich? Nee. Städte baut man nicht mit Plänen allein. Man braucht Material und jemanden, der weiß, wie man baut. Damien war dieser jemand. Es heißt, er konnte Steine nur aus einer Handvoll Erde und einer Zunderbüchse brennen. Sein Handwerk soll göttlich inspiriert gewesen sein. Seine Hand gab den Träumen der Architektin eine Form. Okay. Nice, kann ich griechisch Stufe 3 übersetzen. Cool. Gott, lag. Oh, ich fühle mich gerade so unbeobachtet, weil ich keine Cam drin habe. Oh, ist das schön. Oh. Oh, ist das gerade schön. Das ist geil. Ohne Witz. Also, ich weiß nicht. Immer wenn ich so die Cam anhab, dann denke ich mir immer so, oh Mann, ich darf keine Grimassen ziehen oder so. Oder irgendwie, weiß nicht, irgendwas Komisches machen. Und da muss ich mich immer mega zusammenreißen, aber jetzt, wo ich keine Cam drin habe, oh, herrlich. Das ist gerade eigentlich ganz angenehm, muss ich ja sagen. Ist recht angenehm. Gibt's hier noch was? Nee. Hier unten vielleicht? Auch nicht. Ha, doch da, da, Münzen. Ja, Münzen sind toll. Und ein, was auch immer das ist, ich weiß es nicht mehr. Irgend so ein Ding. Hey. Bogen Teil 2? Antiker Bogen Teil 2, ja! Okay, uns fehlen noch zwei Gräber, Leute. Glaube ich. So, Lara, renn, renn! Okay. Renn! Okay. Und... Renn! Yeah. Gibt's hier aber... Ich glaube, es gab hier noch ein Grab, oder? Gab's hier nicht noch irgendwie ein Grab oder so? Oh Mann, ich weiß es nicht mehr. Au. Nice, Lara. So, wo sind denn die ganzen Kontrollpunkte? Da hinten. Allererst da hinten irgendwo. Ja, hier ganz in der Nähe ist ein... Oh, warte mal. Ach Gottchen, ey. Okay, das hat uns nichts gebracht. Oh Gott. Optionales Grab. Ja, hier ist noch ein nahegelegener Eingang. Der war doch hier hinten, oder nicht? Irgendwo da hinten. Das war ein cooler Jump-Ladder. Muss ich ja sagen. Da oben war der, ne? Ich glaube schon. Oh, noch ein Nest. Okay, cool. Da oben war der, ne? Ja, ich glaube schon. Ich glaube schon. Wir gehen da mal hin. Oh, hier ist er. Okay. Aber war hier oben nicht auch noch irgendwas? Oder bin ich jetzt doof? Sag nichts. Nein, ich weiß die Antwort schon. Okay. Gut, dann würde ich sagen... ja, holen wir uns hier noch ein bisschen Fell. Dann gehen wir jetzt hier rein, Alter. Yeah. Sieht mir da drüben ganz schön interessant aus. Irgendwie, dass man durchkriechen kann oder so, ne? Ha, okay, wir gehen hier wieder lang. Drei von fünf ins Dunkle. Geil. Ach. Oh, lol. Kommen hier gleich die Wölfe, oder wie?
Oder? Okay. War es das schon? War es nur diese eine? Okay. Sieht hier aber auch recht interessant aus, muss ich sagen, ne? Kommen wir auch nicht weiter. Ich glaube, irgendwie können wir das später noch zerstören. Mit Feuer oder so, glaube ich mal. Upsi. Ja, hier muss man noch irgendwie noch langkommen können. Zack. Ein bisschen Erze holen, genau. Okay, hier unten ist, wie es aussieht, nichts mehr. Doch, Pilze. Für Giftpfeile immer ganz gut zu haben, eigentlich. Hab dich gesehen, Herz. Okay, sehr gut. So, hier war der Wolf, genau. Hier kamen wir auch nicht weiter, das heißt, wir müssen hier weitergehen. Oder auch nicht. Doch, wir müssen noch irgendwas hiermit machen können. Irgendwas. Und dann muss ich irgendwie weiter hoch oder so? Meine Stimme geht immer höher, ey. Wow. Hey, hier muss doch noch irgendwo ein Weg sein, oder? Diese Dornen halt. Die blockieren uns den Weg. Irgendwie. Ha. Irgendwie. Da. Wo ist er? Hä, wo ist er hin? Okay. Ja, optionales Grab, das ist doch da links, oder nicht? Mann! Mein Russisch ist nicht gut genug, um das hier zu verstehen. Aber es scheint eine Art Karte zu zeigen. Okay. Dann müssen, haben wir noch irgendwo eine Höhle. Also noch ein optionales Grab, meine ich jetzt. Irgendwo muss ja noch dann noch eins sein eigentlich, ne? Wieder ganz oben oder so vielleicht. Ha. Kommunikationsrepeater. Ah. Trinity muss die installiert haben. Ah, ah. Eins von fünf zerstört, okay. Geh mal rein, Alter. Geh mal. Ah, okay, das können wir so aufbrechen. Ich sag schon wieder, wir brauchen Dietrich dafür. Compound-Bogen-Teil gefunden. Cool. Das ist sehr cool. Compound. Das noch mitnehmen. Munition mitnehmen. Man kann ja nie wissen, ne? Ah! Ah, wir brauchen Spreng. Ladungen. Mann. Das ist jetzt aber doof, ey. Kann ich nicht hoch? Doch, hä? Wieso hat sie... Hä? Okay. Nein, ich frag nicht. Ich frag nicht. Hä? Hä? Wo hatte ich eben die Wölfe die Wölfe gehört. Die Wölfe gehört.
Ich weiß es nicht. Hoppa! Okay. Okay, wir brauchen Seilpfeile. Ein kleines, komplexes Aufziehspielzeug, gefertigt aus Metallteilen und Überbleibseln aus dem Gulag. Es muss lange gedauert haben, die Teile zu sammeln. Ja, wahrscheinlich. Hoi. Ist aber ganz cool eigentlich. Geh mal runter, Lara. Okay, wir suchen jetzt erstmal die ganzen Punkte hier. So, wo? Da hinten ist noch einer. Oh Gott, ich bin ja übel vorbeigerannt. Upsi. Uppala. Ja, optionales Grab. Oder Herausforderungsgrab. Ja, habe ich schon mitbekommen, du. Was müssen wir hier denn, Alter? Oi. Sieht ja auch ganz schön komplex aus. Was ist das? Nichts von Bedeutung. Oh. Ja. Ah. Und da sind noch drei, okay. Runter. Heieiei, so viel zu entdecken hier, ey. So viel zu entdecken und zu holen. Ist auch kein optionales Grab? Nee, okay. Meine Nase ist langsam halb zu wegen dem ganzen Niesen eben. Da muss ich gar nicht lang, ne? Hier ist alles da hinten. Oh, Nase juckt. Oh, oh Gott. Keine Pfeile mehr, was? Mach mal noch ein paar, genau. Da oben ist noch einer, okay, da oben muss ich hoch. Hä? Oh. Nee, erst will ich hier rein. Oh, interessant. Oh, lol. Oh lol, daneben, was? Ich hab doch... Einfach F drücken. Okay, einfach nicht F drücken. Ei. Lol. Was war... LOL! Alter, ich hab ja... Was? Wie kann ich denn da die Wölfe verfehlen, Alter? Heilige Hier haben wir das letzte Mal gespeichert. Oh, nee. Das heißt, ich hab die ganzen Kontrollpunkte noch nicht gemacht, ne? Oh, doch! Ah, okay, cool. Nur hier war unser letzter Speicherpunkt. Okay, cool. Also unsere letzte Stelle. An der wir... wiederbelebt werden können? Keine Ahnung. Okay, aber ich glaube, das war's mit diesem Part, ne? Ja, so gut wie. Ich würde sagen, ich chill mich jetzt zum Lagerfeuer. Und speichere da eine Runde. Wow, waren wir produktiv in diesem Part. Ich weiß gar nicht, wie ich die Folge nennen soll. Ha. Heute ohne Cam oder so. Yeah. Das ist ein guter Name. Perfekter Name, oder? Findet ihr nicht? Doch schon, oder? Ich würde schon sagen, ja, doch. Doch. So, vielleicht können wir noch irgendwas upgraden. Bögen. Oh Mann. Können wir leider noch nicht machen, ey. Oh, unsere letzte Sache, nice. Schön. Cool. So, können wir hier noch was upgraden? Nein. Hier können wir auch nichts upgraden. Wir haben keinen Fähigkeitspunkt, ne? Oh, doch. Nee, doch nicht. Sah eben so aus, als hätten wir zwei oder so. Aber nee, von hier aus? Sieht fast wie eine 2 aus oder so. Irgendwie wie eine Zahl. Keine Ahnung. Gut, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut rein.